Ja, es ist ein echt deutsch-italienischer Traum, bitte nicht drängeln, der hier in Erfüllung geht, denn Italo-Schlagerpapst Roy Bianco reist wieder durch Deutschland. Letzte Vorbereitungen vor und hinter der Bühne. Roy Bianco feiert heute sein 40-jähriges Bühnenjubiläum. Da greift der Star gerne mal zum Shampoos Marke Geldermann, auch wenn er sich vor der Kamera Leberbier gerne bodenständig zeigt. Was geht einem vor so einem Auftritt durch den Kopf? Man vergisst seine Schuld, wenn man sie einen anderen gebeichtet hat. Aber der andere vergisst sie für gewöhnlich nie. Seltsame Gedanken, kurz vor dem wichtigsten Auftritt ihrer Karriere. Immer an Roys Seite ist die Abruzzati Boys. Ja, bekanntlich nur eine Person und Roy Biancos Duopartner seit 1982. Jetzt bitte keine Interviews, ja? Es ist bekannt, dass die Abruzzati Boys den Medientrubel nicht leiden kann. Verständlich. Minuten vor der Stage Time mit ihrer legendären Showband. Wir dürfen die Gruppe an diesem besonderen Tag zum 40-jährigen Bühnenjubiläum exklusiv begleiten. 10 Stunden vorher. Auf einem Feld zwischen Cuxhaven und Karlsruhe findet das größte Italo-Schlagerkonzert in der Geschichte der Bundesrepublik statt. Die beiden altgedienten Stars reisen am Morgen aus Sirmione am Gardasee an. Was erwarten sie von dem Tag? Eine Show wie ein Helikopterflug. Höhen und Tiefen und am Ende eine sichere Landung. Das könnte man auch über die Karriere der Kultband sagen. Nach einem rasanten Höhenflug in den 80er und 90er Jahren stürzten sie ab. Alkohol, Schulden und Glücksspiel trieben einen Keil in die Gruppe. 14 Jahre nach der Gründung trennten sie sich schließlich 1997. 2016 waren sie dann überraschend wieder da. In einer ganz veränderten, kommerzialisierten Schlagerwelt. Doch es ist ihr ehrlicher Italo-Schlager, der auf internationalen Popfestivals gebucht wird. Und ihr Album steht auf Platz 1 der Charts. Vor dem Jubiläumskonzert heute Abend, Autogrammstunde. Ich liebe ja das Bad in der Menge und vor allem das Bad in der Menge unserer Tifosi. Es ist fast unheimlich. Zwischen Fans wirkt die Band so frisch wie zuletzt 82. Alter, super! Dass ich hier das sehen darf, ist schon, das ist das Highlight. Doch wie lange geht es dieses Mal gut? Kann es sein, dass dem sensiblen Schlagersänger wieder alles über den Kopf wächst? Bei zehntausenden Fans, die ihn sehen wollen? Naja, wenn der Messias zu Gast ist und der ab und zu mal vom Himmel oben herab auf die Erde steigt, dann würde ich auch kommen. Einige Fans befürchten schon jetzt erneute Krisen bei Schlagerpapst Bianco. Und dann schauen wir doch mal rein hier in unseren kleinen bescheidenen Nach Bus, der Autogrammstunde treffen wir Backstage die Abruzzati Boys wieder. Seiner Abneigung gegenüber den Medien zum Trotz zeigt er uns exklusiv den Nightliner der Band. Es ist ja lange her. Es ist ja lange her, dass wir mal wieder sowas gefahren sind, gell? Und muss wirklich sagen, es ist schon was Besonderes, jetzt wieder quasi an diesem Punkt zu sein. Wie lang? 20, 25 Jahre waren wir ja eigentlich, waren wir weg. Sichtlich stolz ist der Musiker über seine Idee des Comebacks und über das, was die Band wieder erreicht hat. Ja, da kann man jetzt den Zuschauerinnen einfach mal zeigen, wo man dann so schläft. Da vorne, im vorderen Bereich, da schlafen natürlich wir, also Roy Bianco und die Abruzzati Boys. Dann danach, hinter der Tür, kommt dann die Showband so und... Hier hinten halt das Fußball. Dann zeigt er uns einen privaten Einblick, der so wohl nicht abgesprochen war. Ah, da ist nämlich nochmal eine Lounge. Ah. Okay, ist jetzt vielleicht bis. Mach mal aus, ja? Aus, ja, aus. Kurze Zeit später, nach einer Aussprache, treffen wir sie zum verabredeten Interview. Der Schlagerstar Roy wieder gut gelaunt und perfekt gestylt. Wie fühlt es sich denn an, wieder ganz oben zu sein? Na, da muss ich doch bei aller Bescheidenheit naturgemäß feststellen, dass es sich bei mir um einen Ausnahmekünstler handelt. Und dementsprechend kann man sich nur dort wohlfühlen, nämlich ganz oben. Und es ist wunderschön, zurück zu sein, nicht wahr? Während die Stars Interviews führen, muss sie ihre Zeit totschlagen. Die Showband. Seit dem internationalen Schlagerfestival in Rio 1984 sind sie mit dem Duo unterwegs. Die Trennung bedeutete auch für die Vollblutmusiker eine große Umstellung. Alle vier,
brauchten einen neuen Job. Der Bassist Eisensepp musste wieder hinter Steuer. Zusammen mit ihm Keyboarder Ralf Rubin. Sie riefen ihr Busunternehmen Eisen-Rubin-Reisen ins Leben zurück. Der Schlagzeuger Bungo Jonas verbrachte die Zeit als Bademeister in den Freibädern Europas. Den Trompeter Blechkofler traf die Trennung besonders schwer. Was er in den 20 Jahren machte, weiß niemand so genau. Mit uns sprechen dürfen sie nicht. Man hört, die Showband gilt immer wieder als Blitzableiter für Konflikte der beiden Stars. Vor allem, wenn es darum geht, wem der Erfolg zu verdanken ist. Dies bekommen auch wir mit, als wir die Abronzati Boys nach dem Grund für den heutigen Erfolg fragen. Ja, weil Roy Bianco natürlich jetzt wieder dabei ist, gell? Also natürlich nicht, weil die Abronzati Boys 2016 die ganze Gruppe wieder zusammengeholt hat. Genau. Ja. Natürlich nicht wegen die Abronzati Boys. Zurück kurz vor dem Auftritt. Trotz aller vielleicht kleinen Differenzen, die in so einer Band immer mal vorkommen. Wenn es darauf ankommt, stehen sie zusammen. Liebe Freunde, heute zählt's. 20.000 Leute wollen abgefrühstückt werden. Und wir sind dafür da, um dieses Frühstück zu servieren. Reichhaltige Speisen, tolle Getränke und gut ausschauende Menschen. Eins, zwei, drei, eins! Raus auf die Bühne. Heute stehen sie hier auf dem absoluten Schlager-Olymp, um alles um sich herum zu vergessen. Roy Bianco und die Abronzati Boys feiern ihr 40-jähriges Bestehen. Nach Höhen und Tiefen. Von nun an soll er für immer im Gedächtnis bleiben. Ihr Italo-Schlager. Auf der Brenner-Autobahn seh ich uns nach Süden fahren. Halte deine Hand und weiß, jetzt ist es gut. Dorthin, wo es uns jetzt sieht, liegt ein Gebirge aus Granit. Und im Fahrtwind schon der Duft vom vollen Strand.